Guten Tag, meine gelbe Gumball aus einem Paralleluniversum ist auf den Gott-Discord-Server aufgetaucht, kommt alles drauf, um bei den User-Votes mit abzustimmen. Freunde. Heute analysiere ich Trash Dude gegen Lemurf. Aber vorher noch? Nun ja, die richtig smarten Menschen unter euch haben sicherlich mitbekommen, dass keine Analyse zu dem Lil Kanister und Lil Wigglebattle kam. Das lag daran, dass meine Lust an dem Tag komplett weg war und ich erst um 20.30 Uhr zu Hause war an dem Tag. Liebe Grüße an meinen Chef an der Stelle. Aber dennoch analysiere ich das Battle in kurzer Form. Beide kriegen einen Minuspunkt, weil sie das Intro nicht vor die Runde gepackt haben und Lil Wee kriegt noch einen fürs zu spät abgeben. Videopunkt geht an Lil Kanister, auch wenn seine Performance nicht ganz so geil war. Flowpunkt geht auch an Lil Kanister, Lil Wee wurde nach einer Zeit zu eintönig und langweilig. Technikpunkt geht ganz klar an Lil Kanister, Hookpunkt geht dann mit Alex für seine legendäre Hook, auch wenn ich Lil Wee's Hook auch ganz lustig fand. Lil Kanister kriegt 2 Punchline-Punkte, er redet lieber darüber, wie er jemanden zusammensteckt, als gute Punchline zu bringen und er hätte Bilder einblenden sollen, damit wäre seine Runde sehr gut gewesen. Lil Wee kriegt einen Unterhaltungspunkt, weil es auch wenn es eintönig war, ein bisschen witzig war. Usable-Punkt geht an Lil Kanister, Extra-Punkt geht an das legendäre Metal mit Alex-Feature. Damit haben wir einen Endstand von minus 1 für Lil Wee, 5 für Lil Kanister und 2 Punkte für Metal mit Alex. Kommen wir nun zu Lame Earth vs. Trash Dude. Lame Earth kriegt einen Minuspunkt fürs zu spät abgeben und für das, was er mir abgegeben hat, kriegt er auch noch einen. Videopunkt geht sowas von an Trash Dude. Die haben ein witziges Video gemacht und so viele Einblendungen gut verpackt und alles. Und ich musste ein in Anführungszeichen Video für Lame Earth machen, weil ich nur einen Soundcloud-Link bekommen habe. Flowpunkt. Flowpunkt geht auch an Trash Dude. Ich find's auch nur cool, dass sie sich abgewechselt haben in den Parts und es nicht so war, dass jeder einzelne seinen Part macht. Lame Earth hat einen okayen Flow und hat ein paar Flow-Fehler gemacht, aber nichts, was sich nicht mit ein bisschen Übung bessern lässt. Technikpunkt. Ich werde den Text von Lame Earth nicht bewerten, weil er mir seinen Text nicht geschickt hat und ich keinerlei Interesse daran habe, mir immer wieder irgendwelche Stellen öfter anzuhören, um Dinge richtig zu verstehen. Trash Dude kriegt den Punkt, aber sie sollten sich dennoch in Sachen Reime verbessern. Auch wenn schwul auf cool ein alter Klassiker bleibt. Hookpunkt. Bei Lame Earth bin ich mir nicht mal sicher, ob er einen Hook hat. Bloodless Hook finde ich sehr cool. Shoutouts an dich, mein Sohn. Hookpunkt geht an Trash Dude. Punchline-Punkte. Lame Earth wird keinen Punchline-Punkt kriegen, weil ich seinen Text nicht habe. Machen wir weiter mit Trash Dude. Trash Dude bringt sehr viele witzige Lines in ihrer Runde, was ich absolut super finde. Sie gehen wirklich gut aufs Dino-Image und auch die Qualifikation von Lame Earth ein und haben wirklich das meiner Meinung nach Beste aus der Angriffsfläche von Lame Earth gemacht. Und außerdem haben sie alle Aussagen perfekt mit Einbildungen unterstützt, was einfach absolute Spitzenklasse ist. Ich nenne dann mal meine Highlights der Runde. In der ersten Strophe gefiel mir: Du fliegst wie ein Vogel über uns alle, glaub ich nicht. Denn du wiegst fucking 2000 Kilo, du Bitch! Lame Earth sagt in seiner Qualifikation, dass er wie ein Vogel über alle fliegt. Und Trash Dude sagt in dem Fall, dass er Schwachsinn erzählt, weil er ein fetter, jünger Mann ist. In der zweiten Strophe gefiel mir die Line: Endlich weiß ich mehr von deinen minderwertigen Texten, die kommen daher, weil wir den geistig Behinderten betteln. Was ich absolut witzig finde, wegen der in Anführungszeichen übertriebenen Art. Kommen wir zur Hook. Ich fand die schwule Juro-Line mit K1 ziemlich witzig und Bloodless rappte, sang danach: Ich geb ein Fick auf dich, doch was ziemlich lustig ist. Selbst der Turnierleiter hat Mitleid, denn du wirst von ihm abgemischt. Dann besteht die nächste Strophe aus Lines über Lame Earths Musikgeschmack und seinen Playlist, was auch alles wieder lustig verpackt ist. Und der Part endet mit: Du hast keine Persönlichkeit, das kann doch nicht wahr sein. Dein einziges Image besteht aus deinem Dino-Dasein. Ich frag mich, durch wen er auch noch das bekommen hat. Ich fand im nächsten Part sehr witzig, dass sie sagen, dass Lame Earth nur auf dem Boden ausrutscht, weil er seine Tage hat, womit sie seine Aussage in der Quali ganz gut veräppeln. Zu den letzten Zeilen: Lame Earth hat sich in der Quali damit verglichen, dass er einen Fick wie Miller gibt und Trash Dude dreht es noch ein bisschen um und sie sagen, dass er in dieser Sache sogar recht hat und nach dieser Runde tot ist wie Mac Miller in echt. In den letzten zwei Lines bringen sie noch einen Vergleich, dass Lame Earth nur ein dummer Dino ist und sie der Komet und ihn ausradieren werden. Was stimmt. Was einen guten Abschluss mit sich bringt. 3 Punchline-Punkte für Trash Dude. Unterhaltungspunkte. Die ganze Runde von Trash Dude ist einfach sehr lustig gestaltet mit Video und den Lines und man kann sich das gut geben. Von Camp lässt außerdem grüßen. 2 Unterhaltungspunkte an Trash Dude. User Vote Punkt geht eindeutig an Trash Dude. Extra Punkt.
Den extra Punkt kriegt Thurston für diese richtig coole Runde. War wirklich sehr cool gemacht alles und es war eine wirklich gute Runde, wenn nicht sogar die beste im Achtel. Damit haben wir ein Endergebnis von 11 zu minus 2. Damit ist Thurston im Viertel gegen Lil Kanister. Ihr habt 2 Wochen Zeit, eure Runden vorzubereiten, also bis zum 9.11. Deine dicke Mom wird zuerst von mir zerfetzt. Im Bundesheer wurdest du zwangsversetzt. Denn früher wurdest du kriegsversetzt. Wegen dem allen warst du schwer verletzt.